So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme und auch bei einem neuen Part von Let's Play der Schatzplanet Schlacht auf Prokion. Und ohne viel zu reden, mache ich hier direkt weiter. Wir sind hier jetzt am Anfang von Mission 7. Und ich habe hier auch, muss gleich mal so sagen, eine Einstellung etwas verändert. Und zwar, dass man die Schiffsnamen jetzt unabhängig von der Entfernung immer sieht. Mag ich eigentlich lieber so. Sonst habe ich da nicht wirklich viel gemacht. Und wir müssen jetzt unseren Bericht über die Piratenfestung abgeben, den wir ja letzte Mission vernichtet haben. Commander, ich habe im Zusammenhang mit den Piratenangriffen etwas Wichtiges entdeckt. Captain Hawkins, lassen Sie Ihren Bericht einfach hier. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich habe einen dringenden Auftrag für Sie. Auf der Dorlenor Insel ist ein großer Asteroid eingeschlagen. Die Hauptstadt ist völlig verwüstet. Sie müssen sofort aufbrechen und eine Schiffsladung medizinischer Hilfsgüter hinbringen. Ja, Sir. Ich gebe den Mannschaften meiner Schiffe Bescheid und laufe sofort aus. So einfach wird es leider nicht gehen, Captain. Das einzige Schiff, das genügend Hilfsgüter aufnehmen und rechtzeitig auf Dolinor ankommen kann, ist eine Fregatte. Ich gebe Ihnen das Kommando der Fregatte, die zur Wartung hier in unseren Docks lag. Aber selbst mit so einem Schiff erreichen Sie die Überlebenden nur dann rechtzeitig, wenn Sie die Route durch den Kalianischen Graben nehmen. Durch den Graben? Soll ich wirklich? Ich weiß, wie gefährlich die Route ist, aber sie verkürzt ihre Fahrzeit um die Hälfte. Die Menschen dort brauchen Hilfe und sie brauchen sie sofort. Ich habe verstanden, Sir. Wir schaffen das. Gut. Ein ganzer Flottenverband zur Entlastung folgt Ihnen so schnell wie nur möglich. Die Schnellfregatte ist beladen und bereit zum Auslaufen. Stellen Sie Ihre Mannschaft zusammen und brechen Sie auf. So, an dieser Stelle haben wir mal wieder ein neues Schiff, nur haben wir diesmal unsere drei anderen nicht dabei. Das heißt, wir haben nur dieses Schiff und sonst nichts anderes. Da wir dieses Schiff auch als einziges Schiff, das wir hier kriegen, nicht behalten dürfen, halte ich es für relativ sinnlos, hier Siegpunkte reinzuschleudern. Ich persönlich lasse dieses Schiff so, wie es ist. Ich rüste nichts auf. Ich werde einfach das so spielen, wie ich es hier habe. Auch wenn ich damit ziemlich schwache Geschützführer habe, was mich immer wieder ein bisschen ankotzt bei diesen Missionen. Aber ich habe lieber die paar Siegpunkte am Schluss noch, die, mit denen ich dann in den letzten paar Missionen nochmal ein paar richtig tolle Knallerwaffen reinbauen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Allerdings, einige Sache kann ich noch erzählen. Wir haben jetzt schwere Plasmakanonen zur Verfügung. Dieses Schiff hat außerdem nach vorne hin wieder ein schweres Geschütz, drei mittlere Geschütze, also ein dreifaches mittleres an jeder Seite und nach hinten eine festgelegte leichte Anlage, also festgelegtes leichtes Geschütz, in diesem Fall eine Gatling-Kanone, die kann ich nicht mal ändern, weil sie festgelegt ist. Ist ähnlich wie bei den Torpedos vom Torpedoboot, die kann ich auch nicht ändern. Also, ich mache das so, wie es war, und in der Ferne habt ihr da wahrscheinlich schon gerade was Grünes gesehen. Beeilen Sie sich. Die Sekundärschiffleiste brauchen wir jetzt gerade nicht. Seht ihr später noch, was das Grüne da hinten war. Kommt eine kleine Überraschung in diesem Graben. So, erstmal wieder einen Schluck getrunken. Nur mal so ein kleines, ja, was wir jetzt zu tun haben. Da ist unser Ziel, die Dolinor-Insel, und wir nehmen hier die Route durch den Graben. Ich werde hierbei diese Route irgendwie versuchen zu nehmen. Weil hier ran kann man noch vorbei. Weiß ich aus Erfahrung.
Hier sieht man es nochmal etwas deutlicher. Das ist dieser kleine Abschnitt. Da kommt man durch. Kursänderung jetzt! Dieses Schiff ist eigentlich sehr schön, vor allem weil es für seine Größe immer noch extrem schnell ist. Es ist das zweitschnellste Schiff, das die königliche Marine zur Verfügung hat. Das schnellste haben wir schon selbst bedient. Das war das Torpedoboot. Und da ändert sich auch die Musik, weil wir jetzt offiziell im Kalianischen Graben sind. Hier im Kalianischen Graben gibt es, wie ihr seht, einen Haufen rumfliegender Felsen. Und also die stören mich jetzt eigentlich weniger, weil selbst wenn ich einen direkten Treffer von denen abkriege, ist das kein großartiger Schaden. Was mich aber viel mehr stört, sind die Tatsache, dass hier Drachen rumfliegen. Drachen, gut, hätte ich in der letzten Mission schon sehen können, aber da habe ich sie geschickt umfahren, sag ich mal. Also geschickt umsegelt, indem ich einfach die andere Route ums Schwarze Loch rumgenommen habe. Da ist das Schiff, das wir vorhin aus der Ferne schon mehr oder weniger gesehen haben. Unbekanntes Schiff gesichtet. Was derartiges gesehen. Aber wir haben jetzt keine Zeit, das näher zu untersuchen. Mr. Onyx, markieren Sie diese Position auf unseren Karten. Aye, Sir. Vorsicht! Da sind Drachen! Segel wurden beschädigt, Sir. Ja, der Speer hat schon gemeldet, hier gibt's Drachen. Feuer! Jetzt habe ich gegen den Fels geschossen. So. Ich nehme jetzt mal diese Route. Die ist nämlich eine der sichersten. Sind wir zumindest von den Drachen am weitesten weg. Die Drachen hier speien Feuer und das Feuer, das brennt sich hier, wenn es blöd kommt, durch mein ganzes Schiff durch. So. Ja, da fliegt das Feuer schon. Feuer löschen. Der trifft sogar. Schiff in Sicht, Sir. Ach, da ist der nochmal in Sicht. Auf den Inseln dort gibt es Hüllen. Ich sehe sie. Mannschaft in Alarmbereitschaft. Bereit machen für Drachenangriff. Oh, da kommt jetzt noch einer von der Seite. Sogar zwei. Ich kann die Drachen zwar anschießen, aber besiegen kann ich sie nicht. Lege Kurs an. So, der ist mir jetzt ein bisschen zu nah für meinen Geschmack. Den Kanonen machen dem auch nicht wirklich was aus. Gut, nachdem er jetzt komplett über mir fliegt, macht der mir auch nicht mehr wirklich viel. Da ist er nämlich außerhalb der Schussweite von... Ja. Komm, hau ab. Gatling-Kanone. Meine Waffen sind gerade steil nach oben gerichtet. So habe ich die auch noch nicht gesehen in der Ausrichtung. Ich wusste gar nicht, dass die so steil nach oben schießen können. Dolino-Einzel direkt voraus, Sir. Sieht schlimm aus. Welche Verwüstung. All die armen Menschen. Nun gut,
Achtung, wir legen an. Alle Mann Hilfsgüter ausladen und zwar in Rekordzeit. So, bis zur Dolino-Insel haben wir es damit ja mal geschafft. Drachen verfolgen uns nicht mehr, unser Schiff lebt noch. Ging doch relativ schnell, weil die Schnellfregatte ist halt ein ziemlich schnelles Schiff. Wem es übrigens aufgefallen ist, der Name Arlas Lightning, der kam in diesem LP schon mal vor. Nämlich in der allerersten Mission, da war es nämlich eines der drei Zielschiffe, die wir beschießen durften. Wer es nicht mehr weiß, kann sich es gerne nochmal in der ersten Mission ansehen. Und da merkt man schon, je größer die Schiffe werden, desto länger dauert die Reparatur. Captain, vielen Dank. Als Bürgermeisterin der Stadt will ich Ihnen sagen, dass die Bewohner von Dolinor tief in ihrer Schuld stehen. Unser Krankenhaus ist bei der Katastrophe zerstört worden. Wie ist das passiert? Es war am Morgen. Die Leute fingen gerade mit der Arbeit an, als unsere Beobachter einen gewaltigen Asteroiden entdeckten, der direkt auf die Insel zuraste. Wir hatten kaum Zeit, die Menschen aus ihren Häusern zu holen, bevor er einschlug. Captain Hawkins! Piratenschiffe in Sicht! Sie kommen schnell näher! Die haben wohl von dem Unglück gehört und geglaubt, Dolinor würde jetzt eine leichte Beute abgeben. Frau Bürgermeisterin, bringen Sie Ihre Leute so gut Sie können in Sicherheit. Wir beschützen die Stadt. Mr. Onyx, die Mannschaft geht an Bord. Wir legen ab! So, nun zum schwersten Teil dieser Mission. Überleben. Nee, da hat sogar was getroffen. Es sind zu viele, Captain. Wir können sie unmöglich alle besiegen. Dann lenken wir sie eben ab und halten sie von der Stadt fern, bis die Hilfsflotte eintrifft. Vielleicht können wir auch einige Piraten in den Graben locken und sie mit dem Drachen Bekanntschaft machen lassen. Ausgezeichnete Idee, Sir. Die Piraten. Wir müssen verhindern, dass sie Dolinor beschießen. Kanoniere, nehmt alle Schiffe unter Beschuss, die auf die Stadt feuern. Erstmal ein bisschen Distanz zu den Piraten gewinnen. Vor allem, dass die nicht alle auf einmal schießen können. Dem hat es ein Segel weggehauen, das ist auch schon mal gut. Segelboot beschädigt, Sir! Alle mir hinterher. Feuer! Halten Sie durch, Captain Hawkins. Da kommt die Hilfsflotte, Hilfe sehr schön. Naht. Der hat keine Segel mehr, auch gut. Wobei das Piratenschiff noch am wenigsten ausmacht. Wow! Hey, hey, hey. Mal langsam. Schieß nicht einfach Torpedos hier auf mich. So, jetzt wo die Hilfsflotte da ist, ist nicht mehr das ganze Feuer auf mir. Und ich will nicht mit Captain Amelia zusammenstoßen. Admiral Amelia. Patrouillengeschwindigkeit, Captain. Wir werden geändert.
Bei der Distanz treffen sie dann schon wieder. Meine tollen Kanoniere. Da habe ich sie gerade mal wieder gelobt, meine Kanoniere, und dann machen sie wieder sowas, dass sie aus der Entfernung nichts treffen. Da wird jemand geentert. Die Frage ist nur, wer entert hier wen? Steht ja auch noch einer. Die Rettungsboote will ich schon einsammeln. Der steht nicht mehr lange. Die Rettungsboote hätte ich auch gern noch. Sehr gut, Mr. Hawkins. Oder auch nicht. Ich wusste von Anfang an, Sie sind der Richtige. Ach, danke, Admiral. Wir hätten Sie nicht mehr lange aufhalten können. Ja, das war die sprichwörtliche Rettung in letzter Sekunde. Mit Sonderpunkten für effektvollen Auftritt etc. Aber dennoch, wir hätten hier nichts mehr retten können, hätten Sie diese Aasgeier nicht lange genug beschäftigt. Danke, Ma'am. Einige der Piraten waren allerdings äußerst schwer bewaffnet. Ich stelle immer häufiger fest, dass sie über prokyonische Waffen verfügen. Ob sie die von den Proks stehlen? Kann sein, dass sie sie stehlen. Kann aber auch sein, dass die Proks sie ihnen verkaufen. Aber Ma'am! Ich kann es nicht beweisen, Jim, aber ich habe da so ein ungutes Gefühl. Ich traue diesen fellgesichtigen Schwarzaugen nicht über den Weg. Friedensvertrag oder nicht, drehen Sie ihnen nie den Rücken zu. Da geht's weiter zum nächsten Level. Mal schauen, ob sich das mit Admiral Amelia noch bewahrheitet, ihr Verdacht. Nachdem die Stadtbevölkerung mit dem Nötigsten versorgt worden war und man ein provisorisches Lazarett für die Verletzten an Bord der Schiffe eingerichtet hatte, konnte ich einige der Dinge, die mir auf meinen Fahrten begegnet waren, mit Admiral Amelia besprechen. Zu meiner Schande muss ich jedoch gestehen, dass ich über meinen alten Freund Silver kein Wort verlor. Ich hätte den Gedanken nicht ertragen können, dass Admiral Amelia sofort seine Gefangennahme angeordnet hätte. Als ich ihr von unserer Begegnung mit der diplomatischen Abordnung der Prokyonen erzählte, ging sie förmlich in die Luft. Es fehlte nicht viel und sie hätte die Proks beschuldigt, ihr Begleitschiff selber zerstört zu haben. Der prokyonische Botschafter war früher Kommandant eines Kriegsschiffs und er und der Admiral hatten sich bei mehr als einer Gelegenheit gegenseitig unter Beschuss genommen. Sie riet mir eindringlich, ihm nicht mehr Vertrauen zu schenken, als unter den Fingernagel eines ungewaschenen Piraten passt. Da das Königreich einen harten Stand gegen die metallanischen Angreifer hat, ist ein Frieden mit den Proks wichtiger denn je zuvor. Ohne handfeste Beweise war mit dem Verdacht, den der Admiral und ich hegten, nichts anzufangen. Deshalb schickte sie mich und meine Mannschaft wieder zurück in den kalianischen Graben. Wir sollten nach dem geheimnisvollen Schiff suchen, das wir dort am Vortag gesehen hatten.